Der Gedanke auch, ob dieses Spiel überhaupt stattfinden kann, kam natürlich schon, weil man im Laufe des Abends, wir haben ja sehr lange in der Kabine gesessen, natürlich auch mit Spielern diskutiert hat, mit Betreuern diskutiert hat, die Betroffenheit gespürt hat und natürlich auch gesehen hat, dass die Spieler eigentlich in dem Moment überhaupt nicht daran denken können, erstmal wieder Fußball zu spielen und zur Normalität überzugehen. Das war auch teilweise am Tag danach so. Und deswegen war die Entscheidung gut, dass wir auch erstmal gesagt haben, lasst uns mal durchatmen, lasst uns mal eine Nacht drüber schlafen, lasst uns in Ruhe auch die Entwicklungen absehen. Und natürlich, nachdem man dann erstmal so getroffen ist, überlegt man natürlich, wie geht's weiter, was ist das richtige Zeichen, welches Zeichen können wir als Nationalmannschaft setzen, als Sport. Und wir wissen natürlich auch, dass wir da gefordert sind, dass es da nicht nur um die persönlichen Bedürfnisse oder Belange geht oder Befindlichkeiten, sondern dass man natürlich hier auch eine gewisse Funktion hat. Das habe ich in den Gesprächen mit den Spielern dann auch gemerkt, dass sie das erkennen, dass wir die auch gerne annehmen wollen. Und insofern natürlich auch hier mit voller Überzeugung dieses Spiel angehen, unter den Aspekten, wie Jogi das auch gesagt hat und wir natürlich hier auch ganz klar das Zeichen setzen wollen, dass wir für unsere Werte und auch für unsere Kultur und unsere Freiheit einfach eintreten und natürlich vor allen Dingen unsere Verbundenheit mit den Angehörigen und Familien der Opfer da zeigen wollen. Ja, natürlich machen wir uns darüber Gedanken, was wir machen können und da freuen wir uns auch, dass es unglaublich viele Zuschriften und Mails und Briefe von Fans gab, die sich natürlich darüber auch Gedanken gemacht haben. Das ging von Spielen der Nationalhymne über das Tragen des französischen Trikots bis zu vielen anderen Möglichkeiten. Wir werden diese Symbolik, die dieses Spiel ja hat, natürlich auch versuchen, mit solchen Maßnahmen darzustellen. Da bedarf es noch verschiedener Gespräche. Da sind wir auch dankbar, dass der holländische Verband so entgegenkommend ist und auch kooperativ ist. Das werden wir noch im genaueren absprechen müssen mit der Organisation. Aber auf jeden Fall wird natürlich am Anfang des Spiels etwas passieren.